Ja, schönen guten Tag, liebe Gemeindemitglieder hier aus Porz. Heute melde ich mich mitten aus der Fußgängerzone mit einem kleinen Botschaft. Und mit dem möchte ich meine Vorfreude teilen für das Fronleichnamsfest mit Ihnen. Und was dieses Jahr das Besondere ist, ist das Fahrzeug, was Sie hier im Bild sehen, neben mir sehen, mit dem wir dieses Jahr unsere andere Fronleichnamsprozession gestalten wollen. Denn wie Sie wissen, können wir nicht zu Fuß miteinander prozessieren, wie das üblich ist, sondern wir müssen uns etwas anders verhalten, weil eben die Bedingungen es hergeben. Ja, und dann haben wir dieses schöne Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier wird die Monstranz unter dem Himmel, wie Sie das kennen, durch die Straßen von Porz gefahren werden. Denn Fronleichnamsfest, das geht es darum, aus der Kirche raus, in unsere Straßen, in unseren Häusern vorbei, zu zeigen, dass wir der Leib Christi eine Gestalt ist, die sich nicht nur in der Kirche zeigt, sondern eben die uns durch uns gezeigt wird, mitten in unserem Leben, mitten in unserem Alltag, in unseren Wohnungen, Häusern, ja, da, wo wir leben. Und das wollen wir dieses Jahr auch zeigen. Wir werden mit diesem Fahrzeug und einer Musikgruppe am Fronleichnamstag durch ganz Porz fahren, an alle Kirchen vorbei. Und Sie können teilnehmen, entweder mit unserer Übertragungstechnik, am Eröffnungsgottesdienst oder wenn wir an Ihrem Haus vorbeifahren, wenn Sie die Wohnung, das Haus, die Fassade schmücken oder einfach da an der Straße stehen. Oder wenn Sie zu den Kirchen kommen, wo wir immer eine kleine Station halten werden und mit einer kleinen Andacht dann mit Ihnen zusammen das Fest feiern wollen. Den ganzen Tag über werden wir unterwegs sein. Sie können die einzelnen Daten unseren Veröffentlichungen entnehmen und dann gerne teilnehmen. Herzlich willkommen an Fronleichnamstag. Leib Christi, das ist das Stichwort an dem Fronleichnamstag. Gott lädt uns ein, mit ihm ein Leib zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Das ist auf der einen Seite hohe Theologie, auf der anderen Seite aber auch ganz einfach. Er möchte einfach uns eine besondere Würde zukommen lassen. Er möchte, dass wir die Menschenwürde miteinander teilen und diese Botschaft auch in die Welt hinaustragen. Das können wir Fronleichnam mit unseren Feierlichkeiten tun und darum können wir auch beten. Ich denke, dass wir hier auch an diesem Tag ein besonderes Zeichen gegen die Rassendiskriminierung setzen können, die momentan wieder zum Thema geworden sind. Dass wir auch schauen können, wo können wir die Menschenwürde auch in unserem Land wieder einen besonderen Akzent geben. Fronleichnam ist nicht nur ein abgehobenes katholisches Fest, sondern man kann das ganz genau und sicher erden, dass man eben das an unserem Handeln sichtbar werden lässt und auch in unserem Reden und Denken. Dazu lade ich Sie ein, an diesem Tag mit dabei zu sein und ein besonderes Zeichen zu setzen für die Welt. Herzlichen Dank.